Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Escape Map. Heute ist mal die Aufgabe, aus einer ganz normalen Bar auszubrechen. Wie das Ganze aussieht, werdet ihr jetzt gleich im Laufe der Map sehen. Und ich bin auch in einem relativ kleinen Raum gespawnt. Da stehen wirklich nur zwei Knöpfe. Einmal hier, A Chunks, don't cheat. Also das sind die einzigen Regeln, kann man sich noch merken. Und hier der Startknopf. Aber auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, ich kann die Map gleich mal starten. Let's go. Oh, jetzt bin ich gespawnt. Wer ist das denn hier vor mir? Cool, we had fun today. And do not say, listen, take another beer. Das sagt jetzt mein Freund. Looks like I run out of money, no problem, now I will give. Oh, take it. Der hat mir ein bisschen Geld gegeben. Sehr, sehr nice. Wir sind hier noch... wir sind hier bei einer Bar. Und dann kann ich, glaube ich, mal zum Barkeeper gehen. Mir ein bisschen was Neues holen. Ne? Okay, kann ich mal machen. Bin gleich wieder da. Hat mich gerade soeben so komisch angeschaut. Okay, ich werde mir jetzt mal was Neues holen. Still Bier, please. Ja, ich will immer noch ein Bier. 7 Emeralds, please. Ja, gut. Das habe ich gerade so in der Tasche. Und da habe ich es bekommen. Take it, please. Thanks. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu meinem Platz. So, jetzt frage ich auch schon, wie wir nach Hause kommen. Was ist der Unterschied? Gut, jetzt gehe ich mal auf die Toilette. Die ist, glaube ich, mal da vorne irgendwo, oder? Geht's dahin? Ja, hier sind die Toiletten. Hier drin ist auch noch was. Da kann ich mal reingehen. Jetzt kann ich ganz normal wieder raus. Finally. What are these sounds? Was passiert da draußen? Moment, hat sich da was verändert? Saß da nicht noch jemand gerade? Was ist hier passiert? Der Barkeeper ist tot? Where was my bodyguard? Und mein Freund ist auch weg. Ich muss hier auf jeden Fall rausgehen. Ja, gut. Und zwar die Hintertür benutzen. Aber da geht schon mal nicht raus. Oder geht sie einfach so raus? Nee, es ist abgeschlossen. Was muss ich jetzt genau machen? Oh, ich kann mir hier sogar seine Rüstung nehmen, seine Klamotten. Das möchte ich auf keinen Fall. Wie komme ich jetzt hier aus der Bar raus? Okay, also irgendwie ist hier alles anders. Mein Kollege ist verschwunden. Ich weiß nicht, ob hier ehrlich gesagt, ich glaube mal, saßen da nicht zwei. Der sitzt auf jeden Fall nicht mehr auf seiner Bank. Und der Barkeeper ist auf jeden Fall getötet worden. Okay, ich kann hier, glaube ich mal, oh, da ist ein Schlüssel zu der Bar. Hier ist auch noch was. Komm, das schaue ich mir erstmal genauer an. Nicht, dass da noch was versteckt ist in den Kisten oder Öfen. Aber ich glaube mal, ja, das ist die Hintertür. Ach so, das war noch nicht mal die Tür da vorne. Und da kann ich jetzt rausgehen. Ja, das geht. Nochmal hier nachschauen, ob da was ansonsten zu finden ist. Ich glaube mal, hier gibt es nichts mehr. Stimmt, da vorne ist auch der normale Eingang. Und ich sollte durch die Hintertür raus. Kann ich gleich mal machen. Und something makes me feel bad. Oh, das war ein kleiner Jumpscare. Also ist so eine Art Horror-Map auch dabei. Das ist doch schon mal ganz nice. The way home. Also jetzt geht's nach Hause. Der Weg nach Hause. Ich hoffe mal, da werde ich sicher ankommen. Aber ich sehe immer noch gar nichts. Wo bin ich hier? Ich bin im komplett... Oh. Was passiert hier? Wo bin ich? Ja, wo bin ich jetzt? Ich wollte doch eigentlich nur aus der Bar raus. Bin ich auch noch gegangen? Where am I? Das sind nur Leitern. Bin ich noch in der Bar? Ich bin in irgendeinem Haus. So wie das hier aussieht, aber das schon ein bisschen verlassen ist. Da ist nichts. Ich glaube mal, ich muss die Treppe hochlaufen. Oh, wo bin ich hier? Da geht's ja raus. Da ist ein bisschen... Oh ja, Schweinefleisch nehme ich natürlich mit. Da ist nichts mehr. Okay, jetzt kann ich einfach so aus dem Haus raus. Aber wo bin ich jetzt hier überhaupt, frage ich mich. Also hier, da geht's, glaube ich mal, nicht weiter. Ich muss, denke ich mal, nach da vorne laufen. Das war einfach nur hier so ein ganz einsames, verlassenes Haus. Ich glaube mal schon, das... Check ich nochmal so ein bisschen aus. Da kann ich weiterhin leider nicht weiterlaufen. Und ansonsten, nee, da vorne auch nicht. Ja, ein einsames Haus mitten im Wald. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Dann werde ich mal nach... Einfach da vorne gehen. Geradeaus ist, glaube ich, mal immer nicht schlecht. Aber da vorne ist wieder eine Leiche. Ich gehe mal schnell dahin. War das nicht der, der auch schon in der Bar war? Ich glaube mal schon. Der liegt hier, ja, jedenfalls mitten auf der Straße. Ich gehe dann schnell mal lieber weiter. Und da vorne sehe ich wieder ein weiteres Haus. Das ist doch... Ist es die Bar? Ich glaube mal, das ist nicht die Bar, aber so ähnlich war die, glaube ich, aufgebaut. Also zumindest von außen. Okay. Und ist jemand hier?
Ich glaube, keiner ist daheim. Ist auch mitten im Wald, es ist Nacht. Keine Ahnung, warum hier niemand daheim ist. Ein bisschen Brot mitnehmen. Da geht's auch noch weiter. So, das Sand verschüttet. In den Raum geht's auch noch. Oh, eine Schaufel. Die kann Sand abbauen. Ja, da ist bestimmt was dahinter. Aber ich werde jetzt doch mal in diesen Raum gehen. Und hier ist einfach gar nichts. Gut, okay, da ist nichts drin. Aufstehen. So kann ich auch mal. Aber ich werde jetzt erstmal den Sand abbauen. Da ist doch bestimmt eine Tür. Wie ich es gesagt habe, Leute. Aber was bringt mir das Haus hier? Ich muss ja weiterkommen zu meinem Gebäude. Aber das ist auf jeden Fall nicht mein Haus. So, da ist ein Schlüssel drin. Ich weiß aber nicht, für was ich den verwenden kann. Vielleicht muss ich jetzt gleich noch weiterlaufen. So, hier geht es jedenfalls nicht weiter. So, da vorne. Oh, vielleicht für die Eisentür? Ja, das hat funktioniert. Und natürlich, wie soll es anders sein, geht es jetzt in den Keller runter. Okay, soll ich da wirklich hin? Das kann ich gleich mal machen. Und wenn ich die Tür jetzt öffne. Ich weiß nicht, ob da jetzt gleich was kommt. Oh, da kann ich auch so ein bisschen Blut schon durch die kleine Lücke sehen. Ja, gut, dann mache ich gleich mal die Tür zu. Da ist ein Hebel, der macht nichts. Und da geht es nicht weiter. Was ist hier überall passiert? So, da geht es auch noch nicht lang. Das sind ein paar Kisten. So, da muss ich bestimmt wieder ein Item finden. In irgendeiner. So, Brot kann man immer gebrauchen. Aber nee, da ist nichts drin. Es geht noch weiter. Schon lange auch irgendwie nichts mehr passiert. Also vielleicht kommt jetzt gleich nochmal irgendjemand und sagt mir hier, was los ist. Also ich glaube mal, jetzt bin ich einfach auf der anderen Seite. Ja, von der Tür. Und hier war ansonsten nichts mehr. Okay, jetzt bin ich einmal hier im Kreis gelaufen. Kann dann wieder zurück. Und da liegt jetzt auf einmal jemand. Da lag vorher noch keiner. Gut. Und die Tür ist jetzt hier auch aufgegangen. Da kann ich jetzt erstmal reingehen. Ja, da vorne geht es nämlich weiter. Vielleicht liegen da ja noch mehr Personen. Es geht nach links und nach rechts. Und, oh, da geht einfach eine Spinne vorbei. Eine Spinne. Die sehe ich nicht mehr. Links irgendwo was. Da ist nichts mehr. Die kam wahrscheinlich, okay, von da ganz unten. Also da hat die sich verkrochen in der kleinen Lücke, in dem Loch da. Aber gut, so, ich muss mal weiterlaufen, da wo die Spinne hingegangen ist. Aber hier ist wieder, so der Kollege von der Bar. I think I should arm myself. Das wäre keine schlechte Idee. Jetzt habe ich schon mal ein Eisenschwert. Und da vorne geht's. Geht's da überhaupt weiter? Ja, da geht's nochmal weiter nach unten. Ui, was passiert jetzt hier? So, da geht's nicht weiter. Da geht's wieder in einen Raum. Und da liegen nochmal ein paar Personen. Ja, mein Kollege von der Bar sogar. What the heck? Wo bin ich jetzt? Wer hat mich jetzt hier wieder rausgeschleppt? Okay, jetzt bin ich hier wieder gespawnt. Mit einer Spinne sogar. Gut, die habe ich zum Glück gekillt. Und hier ist immer noch der Kollege. Aber ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und natürlich hat sich die Tür geöffnet. Und ich könnte noch nicht mal weiter nach oben. Die Leitern wurden abgesägt. Irgendjemand hat die einfach abgesägt. Gut, aber hier wurden dafür alle Leitern noch dran gelassen. Und ich glaube mal, ja, da geht es wieder zur Freiheit. Also die Aufgabe, ich muss ja wirklich nur zu meinem Haus finden, Leute. Es kann doch nicht so schwierig gehen. Und da vorne sehe ich die ganz normale Straße. Komm, da kann ich gleich mal erstmal langlaufen. Ich glaube mal, ja, da sehe ich mein Zuhause. Da lebe ich, Leute. Das sieht doch echt nicht schlecht aus. Gut, aber ich hoffe, da hat sich alles irgendwie nicht verändert. Ich schaue mal in meine Fenster rein, ob da noch alles normal ist. Sieht aber auf jeden Fall so aus. Ja, gut, ein paar Spinnnetze. Ne, da oben ist auch alles blutverschmiert. In dem Raum nicht. Aber ich kann auch nicht reingehen. Ich muss also irgendwie einen anderen Eingang finden. Ich habe meinen Schlüssel nicht dabei. So, also hier vielleicht. Ja, okay. Durch die Hintertür hat's geklappt. Oh, das ist ein Steve-Kopf. Den kann ich mir gleich mal nehmen. Also, kann ich den da reinschmeißen? Oder was passiert hier? Ich glaube mal, da ist nichts passiert. Da ist nochmal eine Kiste mit einem Bett. Oder ist nochmal ein Kopf. Also hier ist überall so ein bisschen Blut an der Decke, Spinnnetze. Das Haus ist echt schon auch ein bisschen älter. Und da ist nochmal was. Oh, ein Hebel. Der kann auf einen Diablock platziert werden. Wo ist hier ein Diablock drin? So, hier zufällig war ich da schon. Da ist nichts drin. Ich glaube, jetzt bin ich gleich im ganz großen Raum. Ja, vor der Tür. Aber hier ist auch nichts. Irgendwo muss der Diablock noch sein. Da ist mein Fernseher. Also sieht schon mal alles nicht schlecht aus. Und hier war ich auch schon.
Okay, ich glaube, dann muss ich mal nach oben laufen. So, wo ist der Diablock hin? Da ist der Diablock. Zum Glück habe ich den Hebel davor gefunden. Und jetzt geht's in einen leeren Raum. Wer ist denn da gespawnt? Ich kann ihn einfach nicht angreifen. Leute, wie soll ich... Jetzt bin ich hier gespawnt. Thank you so much for playing my map. Was? Ich dachte, das ist ein Bug hier jetzt, dass ich da gespawnt bin. Moment, wo war mein Haus jetzt nochmal? Hier bin ich in der Stadt jedenfalls. Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Haus war. Das war in irgendeinem Wald. Aber ich glaube mal, das sollte so sein, dass der Typ mich jetzt gekillt hat, der Mörder. Ich konnte ihn nicht angreifen. Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das war jetzt so eine Art Horror-Escape-Map. Jetzt nicht die krasseste, aber immerhin waren ein paar Jumpscares dabei. Und auch mehr als zum Beispiel bei den ein oder anderen Horror-Maps. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Wie Instagram, Snapchat könnt ihr mir auch gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao!